mit großem Ernst und auch offen und trotzdem mit einer großen Skepsis. Wenn ich mir anschaue, was die CSU, was Herr Friedrich insbesondere im Moment zur Flüchtlingspolitik sagt angesichts der Katastrophe vor Lampedusa, dann müsste sich schon sehr viel bewegen, damit wir da zusammenkommen. Ja, gut, dass Sie es ansprechen. Es gibt da ja fast, müsste man sagen, unüberwindliche Differenzen, gerade in diesem Punkt, Flüchtlingspolitik. Wie kann man mit einer Partei zusammenarbeiten, nämlich der CSU in diesem Fall, die diametral entgegengesetzte Vorstellungen hat? Kann das gehen? Also ich glaube, das geht ja um zwei Punkte in diesem Bereich. Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen können. Und auf der anderen Seite geht es um eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Und ohne diese, ohne dass wir sagen, wir können mehr Flüchtlinge aufnehmen in Deutschland, ohne dass wir sagen, wir stellen uns an die Spitze einer europäischen Bewegung, die aufhört damit, dass Menschen in den Tod gehen müssen, weil sie keine anständige Form haben, wie sie Asyl in Europa beantragen können, also auch in Deutschland. Ohne sowas können wir nicht in eine Zusammenarbeit mit einer anderen Partei eingehen.